Hallo, ich begrüße euch auf dem Kanal Blackout Insider zu einem weiteren Insider-Video. Es hat ein Brief die Runde gemacht, der höchstwahrscheinlich so gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen ist. Und zwar hat der Wiener Gesundheitsverbund einen Brief an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschickt, um denen sozusagen die Möglichkeit zu geben, weiterhin arbeiten zu geben, wenn für den Fall eines Blackouts eine Ausgangssperre in Kraft tritt. Das ist, gelinde gesagt, ein sehr, sehr offensiver Schritt. Allerdings hat der Wiener Gesundheitsverbund Stellung genommen dazu und das sehen wir uns am besten nach dem Intro an. Der Wiener Gesundheitsverbund hat in den letzten Wochen Briefe verschickt an seine Mitarbeiter und in diesem Brief heißt es grob, ja, wer bei einem Blackout im Fall einer Ausgangssperre arbeiten gehen muss, was ja rechtlich gesehen auch der Fall ist, der soll dann diesen Zettel, also diesen Brief nehmen, als eine Art Ausgangsbestätigung bzw. Bestätigung, dass er in einem kritischen Betrieb arbeitet und damit hier in die Arbeit kommen in Österreich. Und das hat natürlich extreme Wellen geschlagen. Auf der einen Seite natürlich bei denjenigen, die ohnehin schon die ganze Zeit auf ein Blackout warten und auf der anderen Seite bei denjenigen, die es noch gar nicht geglaubt haben, nämlich die Mitarbeiter selbst,